Heute bin ich bei einem speziellen Gesprächspartner, der zwar die Fasnacht nicht erfunden hat, aber der doch hier in Wiel hat er drei Waggis gegründet. Es ist kein geringerer als der Herbert Stahl. Seine Freunde und Kollegen nennen ihn Herbie. Herbie, recht herzlich willkommen. Dankeschön, dass wir zu dir kommen dürfen, mit dir ein bisschen plaudern über dein Leben. Du dich vielleicht mal gerade selber vorstellen. Ja, ich bin der Herbert Karl Stahl. Ich bin in unserer Nachbargemeinde zu Lörrach geboren und bin nach einer Woche wieder heimgeholt worden auf Wiel zu meiner Mutter und bin hier in Altwil aufgewachsen. Am 10.05.1949 ist das gewesen. Das ist an dem Tag, wo auch der Johann Peter Hebel geboren ist, der große alemannische Dichter von unserer Region. Ja, den kennen wir ja. Vielleicht ist da auch ein wenig etwas hängen geblieben von ihm, seinen alemannischen Gedichten, dass ich da auch ein wenig etwas davon habe, weil ich auch ab und zu mal etwas in alemannischer Sprache oder vielleicht auch mal in Schriftdeutsch dichten tue. Okay. Du bist hier zu viel in die Schule gegangen. Ich bin hier zu Wien in die Schule gegangen. Ich bin der erste Jahrgang, der in den Neubauten Karl-Tschamper-Schule, nicht weit von mir hier weg, wo die gebaut worden ist, bin ich in der ersten Jahrgang gesehen, wo dann Schule gegangen ist. Das hat uns einen rechten Aufschwung gegeben in der Zeit, dass wir haben dürfen in einer neuen Schule unsere Schule Jawohl, absolvieren. absolvieren. Und dann bist du in die Lehre gegangen? Ich bin nach der Schule in die Lehre gegangen und zwar habe ich dürfen in einer guten elektrochemischen Firma und zwar in der Lonza in Friedlingen meine Maschinenschlosserlehre machen. Schön. Ich hatte dort eine Maschinenschlosser-Ausbildung mit auch technischem Zeichnen. Aha. Und das hast du dann halt auch als die Hobby, als die nicht Hobby, sondern die Job weitergemacht, oder? Das hat mir für meinen weiteren Job hat mir das, ist das eine gute Grundlage gewesen. Ich habe mich dann in Grenzach bei der Firma Wetzel Druck- und Prägetechnologie beworben und habe dort können fast 40 Jahre auf meinem Beruf arbeiten. Als Maschinenschlosser. Als Maschinenschlosser, ich bin der Beauftragte vom Betriebsunterhalt, von der allgemeinen Arbeit rund um den Maschinenpark. Okay. Und das hast du 40 Jahre lang gemacht. Das habe ich fast 40 Jahre lang gemacht. Ich bin dann aus gesundheitlichen Gründen dort ausgestiegen und bin seither Rentner und bin in meinem Haus, das ich mit meiner Frau zusammen hier gebaut habe, glücklich und zufrieden. Jetzt hast du aber nicht nur einen tollen Job gehabt, sondern du hast ja dort, so viel mir gesagt, hast du auch deine Frau kennengelernt, oder? Hast du das Gespusi getrieben dort in den 40 Ja, Jahren? das war noch ein klarer Treffpunkt gewesen. In der Firma, in der Znüni und in der Mittagspause am Kaffeeautomat haben wir uns kennengelernt. Okay. Da habe ich sie angeschwätzt und dann sind wir uns auch näher gekommen. Und es ist eine Liebschaft daraus geworden und eine 45-jährige Ehe bis jetzt. Aus dieser Verbindung sind zwei Kinder entstanden. Ja, Buben und Mädchen, oder? ich habe eine erwachsene Tochter, die selber zwei Buben hat. Und habe einen ledigen Sohn, der bei uns wohnt, wo wir froh sind, dass er uns auch unterstützen kann hier. Ja. Ja, schön. Jetzt, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, die Rivagis dort zu Wiel zu gründen? Ich meine, du bist ja nicht, wie gehört, bist du jung gewesen, oder? Das war 62 gesehen, da bist du noch ein junger drüber gewesen, 12, 13 Jahre alt. Wie kommt so ein junger Kerl dazu, ein Waggis-Klick zu gründen? Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, in dieser Zeit, 1962, ist ja das kulturelle Angebot nicht so hoch gewesen. Da hat es nicht viele Sachen gegeben, die einen begeistert haben. Und da hat man selber einmal müssen schauen, dass man in die Reihe kommt. Ich habe als Bub früher schon einmal im Familienkreis oder am Geburtstag auch Kasperletheater gespielt. Vielleicht hat es mit dem zu tun gehabt. Und aus dem Kasperletheater spielen, ist wahrscheinlich der Gedanke, eine Fasnachtskliege zu gründen, ist das gewesen, der Gedankengang. Aber das braucht ja schon etwas. Ich meine, ein Zwölfjähriger,
Das hast du nicht allein gemacht, oder? Du hast ja Kollegen gehabt, die dir geholfen haben, oder? Du hast alles allein gemacht. Ich habe natürlich die richtigen Freunde gehabt, Ja. die auch die Begeisterung hatten, wo man auch hätte können, wenn man so schön sagt, motivieren. Ja. Und es ist eine Handvoll Jugendliche gewesen, die sich zusammengefunden haben und mit den Eltern geschwätzt haben, ob sie so etwas dürfen. Und die Jugendlichen, die haben sozusagen den Waggis so gegründet, der sich zu der Weiler Rheinwaggisliga entwickelt hat. Und das ist toll, weil ich finde es ja schon toll, dass die Eltern auch mitgemacht haben. Das ist ja auch ein typisches Zeichen. Heute wäre das fast nicht möglich, weil ja jeder ein Handy hat und ständig vor sich hat und spielt mit dem Handy. Ihr habt keine Handy gehabt und sind da solche Ideen gekommen, oder? Du bist ja eigentlich ein kreativer Typ. Ah ja. Ja. Also, ja, Handy ist ja kein Thema gesehen, aber wahrscheinlich Rauchzeichen oder so, das hat gelangt dort. Ja, das ist Wie richtig, die ja. Indianer. Jawohl. Und dann Und bist du nämlich ja auch im Vorstand gesehen von der Clique, ne? Bist du heute noch im Vorstand? also, ich bin dort halt, wenn man mal so sagen, ich will es nicht angeben damit, aber ich bin schon wegen der Ideengeber gesehen, wo die kreative Idee da angeschürt hat. Und die anderen mussten die Arbeit machen dann für mich. Ne? Ja, Das, was ich. einer muss ja denken und die andere schaffen, das ist Ja, also, normal. so hat mir es noch nicht lang ein Kollege von denen gesagt. Gibt es eigentlich heute noch alle, die dort mitgeholfen haben in dieser Clique, oder sind da schon einige ausgestiegen? Da geht es nicht mehr alle, nein. Gibt es nicht mehr alle? Ich Nein. meine, leben noch alle aber. Das leben auch nicht mehr alle, Ach, nein. leben nicht mehr alle, okay. Nein. Aber es sind doch die meisten, wo das mit Begeisterung auch über Jahre gemacht haben, wo sich nicht als Eintagspflege dargestellt haben, sondern mit Ausdauer über Jahre, die gibt es heute alle noch und die machen die meisten auch noch mit. Meine mit. Und was hast du jetzt in der jetzigen Zeit für eine Funktion in dieser Clique? Ja, Funktion von mir ist eigentlich, dass ich am 44-jährigen Jubiläum, das die Liga gefeiert hat, vor einigen Jahren, jetzt sind wir ja schon bereits 55 Jahre alt, am 44-jährigen zum Ehrenliga-Feierer ausgerufen worden bin, vom damaligen Liga-Feierer, vom Thomas Rützler. Und seither habe ich das Ehrenamt, Ehrenliga-Feierer zu sein, und gehe auch noch an jede Liga-Versammlung. Aber mitlaufen kannst du ja nicht mehr. Mitlaufen kann ich nicht mehr. Aber je nachdem, was im Jahr an der Fasnacht für ein Sujet gemacht wird oder so, kann ich schauen, dass ich in meinem E-Scooter, wie man heutzutage so schön sagt, in meinem Elektrofahrzeug auch mal am Umzug mitfahren kann mit den Kleinen. Die anderen laufen, fahren Velo oder fahren Wagen und ich mit meinem E-Scooter im Du hast mir mal gesagt, dass du mit der Kunstgewerbeschule in Basel in Verbindung gesehen bist. Was ist da passiert oder in welcher Form ist das zusammen gesehen? Ja, Zeichnen und Schriften malen ist als Kind schon mein Hobby gewesen. Und das wollte ich halt vervollständigen und habe geschaut, wo man das am besten kann. Und das ist natürlich zu Basel an der Kunstgewerbeschule gewesen. Und da hat man können in der Oberzeit im Wintersemester Kurs belegen und das habe ich dort gemacht und bin in der Kreativität in der Schriftenmalerei mit Schwerpunkt Pinselschriften und Plakatmalen. Bin ich dort gesehen Als Kursteilnehmer. als Kursteilnehmer. Jawohl, aha, gut. Jetzt kommen wir schon langsam in die Rubrik Hobby. Du hast ja ganz sicher ein paar Hobby, so wie du kreativ bist. Du kannst nicht ruhen. Du hast ja gerade letztens hast du auch mal ein Video gedreht, über so ein Kurzvideo über die Rheinwaggis. Aber du hast noch andere Sachen. Ja, mein Hobby ist, wie ich schon gesagt habe, ist Zeichnen. Das beinhaltet technisches Zeichnen und auch Plakatzeichnen hauptsächlich. Und dann habe ich noch ein Hobby, das ist alemannisch Gedichte schreiben. Und als gute Grundlage ist für mich immer das alemannische Taschenwörterbuch. Also, alemannisches Taschenwörterbuch für Baden steht da drauf. Und ist natürlich
tolle Sache für einen, wo ständig dort Fasle brünzle, wenn man so schön sagt. Das ist schon gut so. Ja, und dann, was hast du sonst noch als Hobby? Ja, Hobby ist auch fotografieren. Fotografieren, gut, ja. Sehr intensiv ist das. Ja. Gerne fotografieren. Da geht es hauptsächlich um Themen Menschen, Gebäude, Natur. Das sind die Sachen, die ich gerne fotografiere. Jetzt, wenn du sagst, du tust eine Fasle machen und so, dann hast du da sicher irgendetwas, wo du kannst mir uns vortragen, oder? Ja, könnte ich. Machen wir das? Ja. Also, tu dir mal etwas vortragen, du bist so gut. Dort eine Zmilhüse, dort geht's eine Nation. Sie tragen blaue Bliesen bis auf den jüngsten Sohn. Sie kommen einen durch, ein Zipfelkabel auf, ein Pfiffli in der Schnur und flöchen drauf und drauf. Freu, käufet meine Herdäpfel ab. Ich habe eine ganze Nunde je im Sack. Keine ist nicht wässrig, keine ist nicht fühl. Sie gumpen einfach glämmele grad auf im Mühl. Jo, die mit der blauen Blüse, die kommen vom Müllhüse. Die mit dem blauen Unterrock, die macht der Besch die Herdäpfelstock. Ja, bravo, sehr gut. Ganz tolle Sache, das jawohl. Also, meine nächste Frage: Was macht der Herbie den ganzen Tag? Hat sich eigentlich schon erledigt, denn du bist ständig am Machen und am Tun. Es ist ein wunderschönes Hobby, das du da hast. Was ist eigentlich noch ein unerfüllter Wunsch von dir, wo, wenn du könntest, gern würdest machen? Ja, also unerfüllte Wünsche gibt es in dem Sinn nicht. Aber was ich gern dort mache, wenn ich nochmal könnte, und wenn ich die Gelegenheit dazu habe, und die habe ich bis jetzt nicht gehabt, ich würde gern französische Sprache lernen. Und wo fehlt das? Ich meine, du könntest in VHS gehen und Französisch lernen. Oder könntest du selbst das übrig gehen, ja, Französisch lernen? Aber hast keine Lust mehr. Ich denke, da bin ich schon wegen zu alt dafür. Ich hätte das gerne in jungen Jahren gemacht. Aber man ist nie zu alt, so etwas zu machen. Man ist immer dran. Vielleicht gibt man das auch Ansporn. Genau. Es ist nie zu spät, gell? Nein, es ist nie zu spät. Ja. Man muss einfach dran gehen und dann weisst, das war dein Wunsch. Aber du kannst vielleicht nicht mehr ausführen, das ist eine andere Sache wieder, oder? Dass einfach der Geist nicht mehr mitmacht. Irgendwann hört das einfach auf. Ja. Das ist ganz klar. Aber probieren würde ich das trotz allem. Wenn das dein Wunsch ist, würde ich das probieren. Peter, das ist eine gute Empfehlung. Ja, siehst du. Was würdest du anders machen in deinem Leben, wenn du könntest? Ja, du hast mir jetzt die Frage gestellt. Aber mir fällt nichts ein, ich würde nichts anders machen. Es war alles so in Ordnung. Ich konnte so viel machen und so viel erleben. Ich bin auch wandern. Ich habe die halbe Schweiz durchwandert. Ich habe auch die Höhenwanderung gemacht durch den Schwarzwald von Pforzheim nach Basel. 11 Tage lang. Ich habe mit meiner Frau zusammen einen Haus bauen, wo wir jetzt noch drin wohnen. Und das war mir völlig, ich würde nichts anders machen. Du, das ist doch ein Schlusswort. Herbie, ich danke dir ganz herzlich für das kurze, prägnante Gespräch, dass wir das haben führen miteinander. Es war schön, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Euch, liebe Zuschauer, sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das hat mich auch gefreut. Dankeschön.